bis jetzt immer bei jedem Gegner, die hat nicht vergessen, die Platz aus. Soll mal rüberkommen. Soll mal rüberkommen. Hallo. Soll mal rüber. Das habe ich gesehen. Ja, jetzt endlich. So, ich hatte gedacht, dass ich nur den folgenden. Wenn einer vergessen hat, einen Panzer rauszuwählen, auswählt, was bisher immer so gemacht, dass wir den trotzdem anders lassen. Ja, das haben wir letztes Mal gegen Blut auch gemacht. Hat nämlich einer von uns vergessen, einen mit reinzunehmen. Da waren die auch so kulant, deswegen, also wir sind da genauso eingestellt. Und das wollte ich euch bloß sagen, ne? Wenn einer von uns auch schon in den Rahmen von gleicher Seite, wir lassen ihn trotzdem. Weil wir hatten es bei manchen, wir haben bei S-Board ja drei Panzer vergessen. Gut. Warten wir jetzt genau bis 20 Uhr mit aufdecken oder sollen wir einfach anfangen? Also, einer ist gerade noch AFK. Hallo? Achso, gut, dann warten wir. Wie lange Tor? Wie lange brauchst du? Ich verstehe ihn nicht. Jetzt höre ich es wieder. Ja. Wie lange soll er warten? Jetzt bist du wieder nicht zu hören. Also ich würde sagen, so bis 20 Uhr unter die Klasse von 3 Minuten. 22 dauert, 22 Minuten. Jetzt hören wir dich. Also, dann auch. Gut, also fangen wir um 3 Minuten nach 3, nach 8 an. Alles klar. Super, weiß Bescheid. Gut luck. Gut luck. Bis dann. Ciao. So, zu meinem ersten Stream in dieser Saison. Hab's auch diese Saison wieder nicht geschafft, von der GCL fernzuhalten. Ich schaue ein paar es kann sein, dass zwischendurch meine Stimme eventuell abgehackt ist. Das muss ich dann später mal prüfen. Zumindest habe ich das gerade im Spielchat gesagt, dass es da wohl Probleme gibt. Ich hoffe, ich krieg das so ganz gut hin. Ja, heute Tex gegen Depak. Tex, alle 4 Spiele gewonnen. Tabellenführer
Ich denke vom Tabellenbild her haushoher Favorit. Auf der anderen Seite Depak, die ersten beiden Spiele verloren, die letzten beiden Spiele gewonnen, also aufsteigende Tendenz, ausgeglichenes Satzverhältnis oder Punkteverhältnis sozusagen, 13-13. Ja, schauen wir mal, was die heute reißen können gegen Tex. Vielleicht sehen wir sogar Geisterstadt. Ich bin gespannt. Und Panzerauswahl müsste jetzt gleich passieren. Beide Teams haben sich vorher abgestimmt, dass wenn einer vergisst aufzudecken, nicht aufzudecken, einen Panzer auszuwählen, darf der trotzdem mitfahren. Und man hat auch nicht darüber gesprochen, wie oft das passieren darf. Insofern, ja, das wird also funktionieren und wir werden hier alle Spiele mit 7 gegen 7 hoffentlich dann sehen, dass keiner rausfliegt, Disconnect hat oder was auch immer. So, eigentlich solltet ihr jetzt schon längst aufdecken. Ich hoffe, die vergessen das jetzt nicht. Tja, scheint sich ein bisschen hinzuziehen. Eigentlich wollten sie schon vorher anfangen, 1955. Da habe ich gesagt, nein, wir streamen, da fangen wir nicht früher an. Die Leute stellen sich ja darauf ein, dass mit 10 Minuten Delay begonnen wird. Das heißt, wenn 20 Uhr Spiel ist, fängt das Spiel frühestens 20.10 Uhr an. Und ja, da wehre ich mich dann auch immer, wenn man da früher anfangen will. So, scheinbar passiert hier gar nichts. Erst wollen sie früher anfangen. Jetzt tut sich nichts. Ah, da ist schon... Was? Nee, da ist einer zu viel drin, Leute. Ja, so geht's nicht. Tja, im Raum darfst du nicht warten, Junge. Ach ja, geht ja schon wieder gut los hier. Bin gespannt, ob heute der Kartenwechsel, also der Seitenwechsel richtig funktioniert. Gestern in dem Spiel, was ich aufgezeichnet habe, streamen wollte ich das eigentlich auch. Das hat leider wegen technischer Probleme hier nicht so ganz funktioniert. Hatte hier sehr lange meinen Rechner nicht mehr an und ja, der HDMI-Ausgang scheint nicht so richtig Kontakt zu haben. Die haben dann immer nach jedem Kartenwechsel auch wieder die Seiten gewechselt. Eigentlich soll es ja einfacher sein, deswegen haben wir es in die Regel reingeschrieben. Nach dem Kartenwechsel muss nicht gewechselt werden, weil spielt ja sowieso jeder zwei Seiten außer Geisterstadt. Da steht das Heimteam immer links. Aber nun ja, scheinbar sind die Leute dann so im Trott, dass sie sich einfach angewöhnt haben, grundsätzlich immer zu wechseln, damit sie den Wechsel nicht vergessen können. Sei es drum. Muss nur jeder mitkriegen, dass er auf welcher Seite er startet, damit er nicht mit dem falschen Setup fährt, weil nicht auf jeder Karte kann man von beiden Seiten oder fährt man von beiden Seiten mit dem gleichen Setup. Ja, in den letzten Saisons habe ich den 50 TP nicht gesehen. Weiß gar nicht, ob der schon da war. Spielt schon längere Zeit sehr reduziert nur noch World of Tanks. Dann spiele ich ein anderes Spiel. Ja, mal schauen, wie die sich so schlagen. Schweres Geschütz auf alle Fälle dabei. So. Ja, hier ist auch wieder schön. Hier kann man auch die Panzer wieder sehen. Gestern im 10er-Gefecht. Da hast du ja 10 gegen 10 und da siehst du nur die Namen, die Spielernamen und nicht mehr die Panzer. Das ist ziemlich blöd, muss ich sagen. Dass man nicht direkt sehen kann, welche Panzer noch im Spiel sind. Ehrlich gesagt interessieren mich die Namen weniger als die Panzer, die noch im Spiel sind. Weil ich von den meisten sowieso nicht weiß, ob das eher die super starken Spieler sind, Unikate sind oder eher die Durchschnittsspieler sind. Insofern interessiert mich der Panzertyp da schon etwas mehr. So, Tex fährt direkt geschlossen hoch. Außenrum, nicht direkt zum Cap. Wenn jetzt Depak schnell genug in den Cap fährt, können sie hier schon mal einen zeitlichen Vorsprung rausholen, aber nee, die spielen hier ganz defensiv. Wird man sich wahrscheinlich auch gedacht haben, seitens Tex, da Depak mit einer Arti spielt, kann man in Ruhe oben rumfahren, denn die werden ihre Arti wahrscheinlich dort nicht ungeschützt zurücklassen. Wollen eher einen Stellungskrieg machen als ein bewegtes Gefecht mit viel Mobilität. Da hat es die Arti schwer. Hier schon der erste Treffer beim Braunbuhr. Schönes Ding, über 800 Punkte, 821 Schaden gemacht, sehr schöner Schuss.
So, jetzt sind wir auch in Cap reingefahren. Hier ist jetzt Sleipnir schon rum. Jetzt fährt man wieder raus. Ja, der muss jetzt aufpassen. Der kann da jetzt nicht einfach rüberfahren. Dann wird da beschossen. Eine gefährliche Position, die er da hat. Aber die anderen drei, die 50 TP, sind hier schon rum. Ja, oben wird schon gepusht. Die beiden Lights. Ich gehe da mal eben hin. Jetzt kommen noch die Heavys hinterher. Ja, der wird nicht mehr wegkommen. Der ist weg. Das war einfach zu spät. Und der ist hier unten rumgefahren. Der ist jetzt komplett aus dem Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, warum der so weit aus dem Cap rausgefahren ist. Es wäre sinnvoller gewesen, sich hier an diese Kante zu stellen, um hier noch mithelfen zu können. Denn dort unten ist er jetzt ziemlich lange aus dem Spiel. Jetzt stellt er sich da unten hin, um den Light abzufangen, damit er nicht zur Arti durchfährt. Wir gucken mal hier. So, jetzt kommt Deepak in eine leichte Zange. Ja, die Arti müsste jetzt hier eigentlich gut wirken können. Mal sehen, da kam schon der Schuss, aber nur 573. Und noch Splash-Schaden an dem anderen T-32 von Beri. Hinten der Light. Ja, da ist schon gefallen. Der Medium ist auch jetzt hier. Wo ist er denn hin? Ach, der fährt hier hinten rum. Was macht der denn? Was macht der denn? Der ist keine Arti. Naja, gut. Kann man auch mal machen. Warum nicht? So, da hinten ist die AD jetzt gleich weg. Wenn sie jetzt nicht einen Lucky Shot da macht. Wir bleiben mal hier. Ja, was der Medium da jetzt gemacht hat und gesucht hat da hinten, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, ob da eine Anweisung kam, ob da was missverstanden wurde, ob er das selber entschieden hat. Auf alle Fälle ist das Spiel hier durch. Und Tex geht mit 1:0 in Führung, mit einem doch sehr, sehr deutlichen Sieg. So, und wo ist er jetzt da? Ja, also das war jetzt nicht so, ja, die gesamte Route vom Progetto hier war mysteriös. Für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Erst im Cap, dann rausgefahren aufs freie Feld. Völlig ungeschützt, dann runtergefahren, kurz den Light und dann keine Ahnung. Ja, Mensch, drei Panzer ohne Schaden. Na, hier endlich mal einer mit viel abgewehrten Schaden. Das hatte ich gestern fast gar nicht in dem Gefecht und im 10er-Gefecht mit abgewehrten Schaden. Ah, Mephisto wird hier wohl den meisten Schaden verursacht haben. Ja. Ja, wie gesagt, also da die Fahrtroute vom Progetto solltet ihr euch nochmal anschauen, ob das so das Optimale war. Und ob es da vielleicht zum Kommunikationsmissverständnis gekommen ist. Auf alle Fälle sah das sehr merkwürdig aus. Aber nun ja, manchmal, ich kenne das selber, wo man sagt, naja, würde ich jetzt noch nicht machen, aber ja, der Kommandant lang geht und dann wird das gemacht, ohne da groß drüber nachzudenken. Denn Zeit ist sehr kostbar im Gefecht. So, wo haben wir denn hier? Wollen wir das mal einen hochsetzen? 1:0 für Dex. Nicht überraschend. So, ich jetzt mal, ob ich was höre. So, zu meinem ersten. Jawohl. Das funktioniert. Ich habe mich mal selber kontrolliert, ob mein Kommentar auch ankommt auf Twitch. Hat schon mal gut. Was wichtig wäre, ich aus.
ist Party funktioniert. Ja, jetzt passiert nichts. Ja, Problem. Ich habe es gerade gesehen, ich habe gesprochen. Mikrofonausschlag war gleich. Das ist gut. Das kostet wieder Geld. Ja, schade. Ich werde das jetzt mal ein bisschen in der Hand halten. Auf alle Fälle muss ich mir doch jetzt nächste Woche gleich ein neues kaufen. Denn so funktioniert das natürlich gar nicht. Ich werde das nochmal nachher mit Kleber fixieren, aber tja, das ist ein Cut. Da geht's schon los. Tex nicht bereit, der Beri. Aber wie gesagt, man hatte vereinbart, dass die trotzdem mitfahren dürfen. Beide Seiten haben das gesagt vor dem Spiel. Ja, wieder Arti dabei. Das dauert jetzt aber. Hey, was macht der denn jetzt da drin? Nee, du darfst nicht rein. So. Jetzt nimmt man IS-3. Ich glaube, vorher waren da T32, wenn ich mich richtig erinnere. So. Lass uns überraschen, wo die jetzt langfahren. So, auf geht's. Ach, jetzt kann ich gar nicht. Ja, nicht so schön. Hat mir gute Dienste geleistet, das Kabel. Naja. Aber heutzutage halten die Sachen eben alle nicht mehr so lange. So, auf geht's. Ja, Deepak scheint die gleiche Strecke zu fahren, wie vorher auch Tex das gemacht hat. Tex fährt eine ähnliche Route wie Deepak vorher. Ja, bleibt sogar stehen. Auch interessant. Ja, ich kenne Gefechte, wo man sich hier direkt getroffen hat, wo alle im Prinzip versucht haben, einen Berg hochzustürmen. Ja, jetzt fahren sie auch durch, haben gemerkt, dass da nichts weiter ist. Jungapa ist hier von dem Objekt aufgemacht worden. Ja, der ist jetzt auch ganz alleine. Ja, die interessieren sich auch gar nicht für den Cap. Die wollen jetzt direkt pushen, müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie von oben nicht in der Seite geschossen werden, so wie eben schon passiert bei Jungapa. Ja, das könnte natürlich ein schöner Köder, den man da hingeworfen hat. Aber... jetzt muss man von oben natürlich, da stehen jetzt nur drei. Also mit drei Panzern ist das natürlich hier unten kein Köder, wenn man da nur mit dreien dann steht. Da hätte man sich schon komplett postieren müssen, wenn man den Köder dahin schmeißt. Ja, die pushen hier schön durch. Der versucht hier gleich, sich die Arti zu holen. Ist auch schon auf, die Arti. Jetzt kriegt die Arti gleich ein Problem. Wir gucken da eben nochmal hin, weil das dauert noch ein bisschen, bis die da hinten ins Gefecht kommen. Oh, Arti hat gekettet. Schaden wäre besser gewesen.
Und von hinten nochmal und ein bisschen Schaden. Na, das könnte sich vielleicht sogar noch ausgehen. Das könnte sich sogar noch ausgehen für die Arti hier. Na, jawohl, jetzt ist er One-Shot. Die Arti versucht es erst gar nicht. Sehr schön gemacht von Deepak. Die sind einmal hinten ganz rumgefahren. Jetzt werden wir mal schnell hier hin. Ja, damit hat Sven wohl nicht gerechnet. Der hatte, glaube ich, vorhin auch schon keinen Schaden gemacht. Das ist jetzt das erste draußen. Ich weiß gar nicht. Ja doch, ich glaube, er hat Schaden machen können bei dem Objekt. Bei dem Köder. Aber trotzdem ist Tex hier noch im Vorteil. Dann hier oben, diese drei Panzer waren hoffnungslos verloren gegen diese fünf. So, das Spiel. Ja, also wenn Tex jetzt. Ja, der Opa muss aufpassen, der darf sich nicht rausnehmen lassen. Von den HP her könnte das gegebenenfalls sogar noch klappen, wenn die jetzt schnell genug den jungen Opa rauskriegen. Ah, die haben alle zu viel. Naja, also ich wage mal zu sagen, das ist gelaufen. Das wird Tex über die Zeit bringen, jetzt sowieso. Jetzt ist gelaufen. Jetzt ist die Arti weg. Die Arti hätte hier noch einen schönen Schuss reinbringen können, wenn die offen gewesen wären, als sie alle zusammenstanden. Aber das Spiel ist durch. Aber zumindest hat man die Arti nochmal retten können. Zumindest ein kleiner Teilerfolg. Dass das zumindest funktioniert hat. Auch wenn es am Ende nichts gebracht hat und ja, das Team einfach zu weit auseinandergerissen war. Man hat hier das schön gesehen, die Roten komplett verteilt, hier unten Panzer, da oben drei, zwei hinten rum, hinten die Arti. Und Tex im Prinzip bis auf Sven, der versucht hat, die Arti rauszuholen, komplett zusammengeblieben, gepusht und dadurch auch das Spiel wieder deutlich gewonnen. Denn die sind mit ihren sechs Panzern komplett auf die drei da oben drauf gefahren und ja, die haben einfach zu wenig Schaden von oben gemacht hier runter, als der gepusht wurde hier. Und die anderen beiden Panzer haben einfach zu lange gebraucht, um hier rumzufahren. Ja, aufteilen ist meistens ein schlechter Ratgeber. In der ersten GCL-Saison kann ich mich noch erinnern, UXP, die sind, glaube ich, immer zusammengeblieben und haben immer, sind einfach zusammen losgepusht nach vorne, einfach drauf auf den Gegner. Und haben den Gegner im Prinzip platt gewalzt. Und meistens ist es so, dass die Teams, die sich aufteilen, am Ende auch den kürzeren ziehen. Na komm, Junge, brauchst du nicht fliehen, das ist doch sinnlos. Spar dir dein Silber. Das Ding ist gelaufen. So. Jetzt kommt noch eine Hand aufs Maul. Du kriegst aber gleich eine Kugel aufs Maul, auf dein Panzermaul. Und dann war es das nämlich auch. Und jetzt bist du raus. Ja, sogar gekappt. Mit Cap gewonnen. Ja. Auch nicht schlecht. Er hat sogar noch überlebt. Sehr schön. Diesmal hat Trapp die meisten. Ja, Sven wieder mit 0. Nur, zumindest ist da ein Lauf erkennbar. Nimm's mir nicht übel. Weißt ja, wer es sagt. Keiner mit einer hohen W8. Insofern könnte ich selber derjenige sein, der dort steht mit der Dauer 0. Ja, aller guten Dinge sind 3, Sven. Ne? Nächste Runde bitte nochmal einen schönen Nuller machen. Auch eine 180 abgewehrt, neunmal getroffen worden. Der hat ja nicht mal einen Schuss abgegeben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, als sie das Objekt rausgenommen haben, dass er nicht mal eine Vorbeifahrt da einen reingedrückt hat. Gut, aber der hat wahrscheinlich Auftrag bekommen. Gerade durch zu Arti. Nicht halten, nicht umgucken, einfach durch. Nun gut. So, das heißt, wir haben 2:0 für Tex. Das könnte ein schnelles Spiel werden hier. Ich gehe mal gerade gucken. Jo. Tja, dann werde ich mich nachher mal gleich nach einem neuen Headset umgucken.
extra für die GCL, damit wir hier qualitativ hochwertige Kost bieten können. Ja, keine Ahnung, wo dieser Schnitt, aber wirklich, das ist ein richtig schöner glatter Cut im Kabel. Ach Mensch, schade, schade. Freut sich Amazon wieder. Naja, warum auch nicht. So, Overlord. Da ist der Cap. Glaube ich bei... EF34, glaube ich. Nicht gut geschützt, nicht so wie auf Klippe. Klippe ist ja durch den Berg, durch den Donut da in der Mitte relativ gut abgedeckt in die eine Richtung. Da kann man noch ein bisschen spielen mit der Deckung. Da ist es schwierig. Man hat zwar da den Hügel auf der, die Anhöhe auf der Viererlinie, aber von oben kann man halt schön auch runter wirken. Insofern ist das da nicht so die Karte. Oh, mit Cap gerundet wird. Auch hier könnte es wieder gut sein, dass eine Art genommen wird. Persönlich würde ich aber Deepak empfehlen, ohne Arti zu spielen. Das war bisher nicht so hilfreich. Denn klar hat die Arti den Sven beschäftigt und rausgezogen. Aber man darf auch nicht vergessen, der Sven hat noch zwei andere Panzerkanonen mit rausgenommen. Nämlich die beiden, die auf ihn geschossen haben, als er Richtung Arti gefahren ist. Nämlich der Light und der Medium. Und dadurch waren im Prinzip drei Kanonen aus dem Spiel bei Deepak und eine bei Tex. Und das hat halt dazu geführt, dass halt die anderen sechs Panzer von Tex da ordentlich schnell aufräumen konnten. Auf der Anhöhe. Das muss man sich immer gut überlegen, wenn man das macht, wie man das dann entsprechend einsetzt. Da wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, dann einen Heavy zurückzulassen, nah bei der Arti, und der dann im Prinzip die 1er-2er-Linie runterwirken kann. Und dann auch noch schnell genug Richtung Cap fahren kann, wenn er sieht, dass da nichts kommt. Aber so waren die drei Heavys im Prinzip alle auf der 5er-Linie oben, 5er-6er-Linie, oben an der Kante und konnten nur ja, auf die vorbeifahrenden Panzer schießen und sich nicht direkt dagegen entgegenstellen. Also man kann halt da auch ja, den Panzer im Prinzip rammen, direkt drauf zufahren, damit der dann erstmal geblockt wird, und dann kann die Arti nämlich ja, einen schönen Schuss draufsetzen, wenn der Panzer da steht, weil er müsste dann erstmal wieder rückwärts fahren, und die sind dann so langsam, dass die Arti einen schönen Volltreffer landen kann, und dann ist auch der andere Heavy wieder nachgeladen. Aber so steht sie halt offen und ja, man muss von hinten schießen und kann den Panzer nicht aufhalten. Haben zwar, ich glaube, zwei oder dreimal den Panzer gekettet, aber habt ja gesehen, der Sven ist nicht lange stehen geblieben und ist erst ein paar Meter vor der Arti im Prinzip dann vernichtet worden. Ja, weiter geht's. Dritte Runde. Och, jetzt haben sie den Sven rausgeschmissen. Das ist ja. Wollte ich noch eine dritte Nuller-Runde von ihm sehen, aber kriege ich nicht. Okay. Aber ich denke mal, der wird da einfach seinem Befehl gefolgt sein. Und das hat dann dazu geführt, dass das Schadensbild so aussieht. Aber hat es ja geschafft. Er hat drei Kanonen auf sich gezogen und war damit sicherlich ein wichtiger Baustein für den dann doch schnellen und klaren Sieg. Manchmal muss man sich auch einfach opfern fürs Team. Das bringt dann mehr, als aus der Deckung zu spielen. Ich denke, das hat da gut funktioniert, zumindest wenn es beabsichtigt war. Hat der Sven alles richtig gemacht, auch wenn er null Schaden gemacht hat. Schaden ist halt nicht alles im CW. So, wir gucken mal. Ja. Schweres Geschütz auf beiden Seiten. Stahl, Stahl, Stahl. Oh, da oben, da starten auch zwei. Einer von Tex.
Ja, Medium ist auch da oben. Eine Gunmark. Er versucht ihn nur zu spotten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Progetto gute Spotwerte hat für ein Medium. Keine Ahnung. Das werden sicherlich einige, die hier zuschauen, besser wissen. Ja, hier wieder schön zu sehen. Tex wieder komplett zusammen. Deepak wieder sehr verteilt. Selbst der Heavy, der oben gestartet ist, steht da noch abseits. Ja, der Medium fährt jetzt hinten rum. So, gleich werden alle Panzer aufgehen und dann wird es hier sicherlich schön knallen. So, Hand aufs Maul, fährt hier rein. Das sind mal interessante Namen, die es hier so gibt. Nee. Bleibt erstmal stehen. Alleine reinfahren hätte jetzt auch wenig gewartet. Oh, 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 oh. Da hat er einen gekriegt. Das ist, glaube ich, die ES3, die oben gestartet ist. Ja, das ist natürlich gefährlich hier, diese Querrüberfahrt. Mit Tempo ganz weit hinten rum. So, wir gucken mal. Ja, aber der Medium, der müsste hier mal näher ran, weil der kriegt die hier nicht auf. Der bleibt da wieder. Och, nee. Was macht der denn da? Na, aber zumindest die Panzer hier vorne machen den ja auf. Dann funktioniert das doch. Also die Panzer, die Heavys hier machen, die eben hier den Beri auf. Der Jumapar hat auch schon eine gekriegt. Beri hat aber keine kassiert. So, jetzt fahren sie auch weiter runter, weil sie von hinten beschossen werden und den nicht aufkriegen. Bin mal gespannt, wie nah er rankommen kann, aber er bleibt wohl weiter weg und versucht von da ganz weit hinten zu schießen. Er wird natürlich das Problem eventuell haben, dass die Kugel nicht mehr die hohe Wirkung haben auf die Entfernung. So, jetzt pusht Tex. Denn sie wissen ja auch, sie sind hier mit einem Panzer im Vorteil, weil mindestens ein Panzer hinten steht. So. Ja. Tex schon wieder am Führen. Aber nicht nach HP. Nur nach Panzern. Und da sind auch zwei schon ziemlich runtergeschossen. Jetzt ist Jumapar definitiv One-Shot. Der könnte jetzt von hinten von dem Medium rausgenommen werden, wenn er den sehen kann. So, der ist auch draußen. So, Schorle. Der fährt aber alleine drauf. Wir müssen auch hier oben aufpassen. Die ES3 steht da schön seitlich, kann da schön seitlich wirken. Und die kannst du nicht rausfahren. Jetzt ist er rausgenommen worden. Das war natürlich ein wichtiger Punkt. Jetzt wird Schorle definitiv rausfliegen. Er wird rausgenommen. So, jetzt kommt auch der Medium von hinten. Oh, Mess hat, glaube ich, vorbeigeschossen. Den nächsten hat aber getroffen beim 50 TP. So, ich weiß gar nicht, ob der Schuss von ihm kam, der erste, der vorbeiging. So, jetzt der Slide. Ne, ja, schaffen sie auch nicht. Und 3:0 gleich. Ja, das ist doch sehr übersichtlich, der Friedhof hier. Ja, man kriegt alles auf ein Bild drauf. So, mein Namensvetter versucht da noch mal ein bisschen was. Hat aber selber mehr Spaß, glaube ich. Dieses Gefecht haben wir vielleicht verloren, aber wir kommen wieder. Schnelle Runde. Ach, das ist blöd mit dem Mikro. Ich habe schon wieder gesehen, mein Mikro war aus. Naja, es ist aber immer so. Mein erstes Spiel in der Saison hat immer irgendwelche technischen Probleme. Unfassbar.
Dabei habe ich bis eben, ich habe die letzten Wochen durchgehend gechattet in PS4 Party und gab nie Probleme. Ja, diesmal Trapp mit. Ich glaube, der hat die letzte Runde auch schon am meisten gemacht. Erste Runde war Mephisto. Mephisto ist auch draußen übrigens. Fällt mir gerade so auf. Ja, 3-0. Mikroprobleme sind natürlich hier nicht schön. So. Hopp.
Thank you.
Dieses Gefecht haben wir vielleicht verloren, aber wir kommen wieder.